Herzlich willkommen. Geil, dass du wieder mit am Start bist zu einer weiteren Ausgabe von Gothic 2, die geile Rückkehr. Ja, und Kommentare sind wieder noch und nöcher am Start. Ich habe jetzt eine Woche nicht aufgenommen. Und in den letzten Folgen bis, also ich habe jetzt hier Kommentare bis Folge 43 rausgesucht. Oder, Moment, ich muss das kurz prüfen. Bis Folge 44 habe ich rausgesucht, weil heute kommt erst die Folge 45 raus zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, die letzten zwei Folgen konnte ich jetzt noch nicht auf Kommentare eingehen, aber jetzt bis zur Folge 44 habe ich rausgesucht. Und ich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich zu allen Kommentaren mal wieder die Folgenzahl dran geschrieben habe, damit einige Leute mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie weit ich ungefähr aufgenommen habe, welche Kommentare schon eingegangen sind bei mir und welche noch nicht. Es ist nämlich so, dass manche Leute denken, dass sie einen Kommentar schreiben und direkt in der nächsten Folge dann der Kommentar vorgelesen wird. Das ist nicht der Fall. Weil da manchmal so 5, 6, 7 Folgen dazwischen liegen können. Ja, wenn ich setze mich im Normalfall einmal die Woche hin, nehme 7 Folgen am Stück auf und dann lese ich die halt quasi dann in diesen Zyklen immer vor. Die letzten 2 Wochen hat das nicht so gut geklappt. Da musste ich halt auch mal zwischendurch mal unter der Woche 2, 3 Folgen aufnehmen, weil es zeitlich einfach nicht hingehauen hat bei mir. Ich habe viel zu tun. Aber diesmal hat es jetzt gut geklappt, ich konnte die ganze Woche durchweg, musste ich nicht aufnehmen und jetzt ist zum Samstag, jetzt heute ist der 16.05., wo ich jetzt aufnehme. Guten Morgen übrigens, wir haben es noch nicht mal um 10 hier, ne? Kann man mal sagen, guten Morgen. Und jetzt der Plan, dass ich wieder für 7 Tage aufnehme. Okay, also, wir fangen erstmal an mit einem Kommentar von Brummelhummel. Unter der Folge 138 hat er geschrieben, ich glaube, dass Brummelhummel ein R ist. Bitte korrigieren mich, falls nicht so ist. Es gibt eigentlich nur eine Quest, die du benötigst, um beim Sumpflager als Guru aufgenommen zu werden, und zwar bringe Koanga dazu, der Bruderschaft der Gurines beizutreten. Hauptziel für diese Aufnahmesession ist auf jeden Fall, Koanga zu finden und nach Gurines zu bringen. Und alles andere wird man sehen. Ja. Ich habe mir, glaube ich, vorgenommen, die beiden... Oh, das ist aber nett. Schade. Ich wollte gerade schon die Nettigkeit dieses Trolls dort loben. Okay, dann haben sie jetzt hier mal Staffellauf gemacht. Da haben sie jetzt mal abgegeben an den anderen jeweils. Genau, einen hatte ich ja schon besiegt. Mist, das wäre eigentlich meine Chance gewesen, viel Schaden zu machen. Na komm her. Oh, willst du mich verarschen? Knapp. Oh, richtig knapp. Ach, shit, da habe ich es jetzt nicht geschafft. Hey, steh auf, Boy! Ah ja, die Seitlichtschläge waren es, genau. Schlecht. Ah, oh, wie knapp. Es ist Samstagmorgen, ich bin ja nicht mal richtig wach, Alter. Entspann dich mal, Kollege. Oh, so geht's. Okay. Also seitlich schlagen und dann einen Schritt zurück machen. Das ist das Konzept. Ist wahrscheinlich so ein Ding, was viele von euch schon seit Jahrzehnten so machen. Nur ich habe es jetzt quasi mal für mich entdeckt. Ganz alleine. So. Aber die Musik ist nicht zu laut. So, den Troll nehme ich mir noch vor. Dann gehe ich auf weitere Kommentare ein. Also geht das relativ... Oh! Der hat ja auch einen Laufschlag drauf. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist das durch die Mod? Also das habe ich noch nie gesehen, dass ein Troll sowas macht. Oh. D verfehlt. Ist mir noch nie passiert. Ah, Mist. Jetzt habe ich... Oh, wie knapp das immer ist. Oh. Ja, na gut. Das war natürlich komplett geplant. So. Nächsten Fälle gezogen. Sauber. Das wird warmes Geld geben. Hier haben wir direkt einen Sonnenaloe. Super. Da muss ich nochmal zu Sagitta früher oder später gehen. Aber wir sind ja hier im Tal noch nicht fertig. Aber ich habe auch sehr interessante Kommentare bekommen bezüglich einer Rüstung. Nämlich Gommes Rüstung. Die soll wohl noch in der Burg zu finden sein. Und zwar auf dem kleinen Wachturm neben der Bresche. Dort ist eine Kiste, die beim letzten Mal, wo ich da war, ich erinnere mich dran, die war verschlossen und ich brauchte einen Schlüssel dafür. Aber mittlerweile habe ich ja den einen oder anderen Schlüssel gefunden. Und es kann auch gut möglich sein, dass in dieser Kiste dann wir jetzt an diese Rüstung rankommen können. Und zwar handelt es sich dabei um Gommes Rüstung.
Also eine Erzbaron-Rüstung zumindest. Ob es jetzt nun die von Gomez direkt war, weiß ich jetzt nicht, aber könnte sein. Und zwar gab es dazu Kommentare von mehreren Leuten. Ich habe mal einen rausgesucht, auch von Brummelhummel. Aber es haben auch Welles Kolmogoro und noch andere Leute geschrieben. Wenn du im Hof der Burg stehst und zur Bresche mit der Ohrkramme guckst, geh auf den rechten Turm, welcher mit Holz geflickt wurde. Eine Leiter führt dort hinauf. Dort wirst du eine Truhe finden. Dort ist eine Erzbaron-Rüstung drin. Die Stats derer habe ich leider nicht im Kopf. Aber die soll wohl laut anderen Kommentaren auch besser sein als diese Mörderklamotte, die ich jetzt habe. Und das wäre natürlich exorbitant. Geil. Und das würde jetzt erstmal bedeuten, wir haben jetzt hier diesen Wald erstmal geklärt. Was ist das denn? Okay, das kenne ich ja gar nicht. Aber wir haben ja den Wald erstmal weitestgehend jetzt aufgeräumt. Wäre jetzt so meine Vermutung. Also wir haben jetzt komplett durchrasiert. Und ich würde jetzt einfach mal mich in die Burg teleportieren und mal abchecken. Diese Kiste nochmal abchecken. Und dann würde ich hier weitermachen. Also ich würde die Kiste jetzt erstmal priorisieren. Aber zunächst mal priorisiere ich diesen Goblin hier. Zumindest den Loot des Goblins. Und danach würde ich es nochmal versuchen, hier mit den Orks am Strand aufzunehmen. Beziehungsweise ich muss auch nochmal Richtung Orkfriedhof oder nochmal in den Orkfriedhof rein, weil da habe ich nämlich auch noch was übersehen. Da gab es auch einige Kommentare. Gehe ich gleich drauf ein. Also wir haben in dieser Aufnahmesession auf jeden Fall einiges zu tun noch. Und ich glaube aber nicht, dass wir hier in diesen nächsten 7 Folgen das Tal wieder verlassen werden. Zumal ich das Tal eh nicht verlassen kann, ohne Kor Anga im Schlepptau zu haben. Und wir haben uns hier hinterm Orkwall noch einiges umzusehen. Also es gibt super viel zu tun jetzt die nächsten 7 Folgen. Also der Content ist auf jeden Fall gesichert hier. Und ja, dementsprechend gucken wir einfach mal, was jetzt hier noch so passiert. So, ich glaube, hier geht es jetzt wieder zu den Orks runter. Genau. Sollte ich vor. Ein paar habe ich da ja schon getötet, aber bei weitem noch nicht alle. Und dementsprechend. Ich werde auch nicht jetzt laufen zur Burg. Das wäre irgendwie Quatsch. Ach, guck mal, Mensch. Was ist denn das hier für eine Versammlung? Was ist das hier für eine Versammlung? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, genau, das sind die Orks. Okay, sieht gut aus soweit. Jetzt habe ich hier ein Butlerfleisch übersehen. Den kann ich jetzt natürlich nicht so stehen lassen. Wenn ich ihn schon gesehen habe vom Namen her, dann muss ich ihn auch mitnehmen. Wenn ich da eine Textur übersehe, dann ist es. Ach ja, hier war dieser nervige, kreischige Soundfehlervogel. Piep, piep, piep. Piep, piep. Okay. Genau, hier ist das große Ork-Tor. Wo wir lang kommen, wenn wir den Weg hier lang gehen, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber wird wahrscheinlich aufs Sumpflager hinauslaufen. Okay, gut. Dann würde ich jetzt aber mal sagen, wir teleportieren uns jetzt mal zur Burg und gehen den ganzen Weg danach wieder zurück. Wenn ich die Rüstung kriege tatsächlich, dann wäre das mega nice. Wobei, ich kann ja vorher nochmal speichern. Wenn es jetzt so sein sollte, dass wir die Kiste immer noch nicht öffnen können, dann lade ich hier einfach wieder neu, sodass ich den Weg nicht nochmal zurücklaufen muss. Da habe ich ein bisschen Zeit gespart. So. Jetzt bin ich halt sehr gespannt. Das wäre ultra cool, wenn wir diese Rüstung kriegen könnten. Und es wäre noch cooler, wenn diese Rüstung nicht als Banditenrüstung zählen würde, sondern als, ja, halt als einfache Kriegerrüstung so, dass ich in der Stadt und so und sonst nirgendwo angegriffen werde und als Bandit erkannt werde. Das wäre natürlich mega nice, aber ich denke nicht, dass das so klappt. Ach ja, ich erinnere mich an diese Leiter hier. Die ging schon das letzte Mal. Okay, nee, das war jetzt nicht geplant. So. Die ging schon das letzte Mal nicht, die Leiter. So, ich glaube, es war von dieser Kiste die Rede. Ja, wir haben den Schlüssel dazu. Und hier haben wir jetzt eine Notiz. Rüstung eines Erzbarons. Ah, wer diese Rüstung trägt, gehört zu den Banditen. Schade. Ah, aber. Ja. Aber was steht denn auf der Notiz? Das würde mich jetzt mal interessieren. Befehle. Gomez Notiz. Ah, magische Worte, genau, das war die Beschwörung. Notiz. Nun. Vielleicht ist das doch. Ach, hier, das hier wird es wahrscheinlich sein. Achtung. Ich bescheinige, dass ich die vorliegenden Rüstungen nur zur Reparatur gedacht sind. Hiermit erlaube ich, sie aus der Festung zu schaffen.
Gomez. Hm. Okay. So. Rüstung eines Meisters mit 120 vor Waffen. Oh, 105 nur vor Waffen. Dafür hat sie halt mehr vor Pfeilen, Feuer und Magie. Was die wiederum gar nicht hat. Naja, 15 weniger vor Waffen, dafür halt sehr viel mehr vor Pfeilen. Das kann bei den Urukai Armbrustschützen echt nützlich sein. Ja, es sieht halt super geil aus. Aber ich kann sie halt natürlich nicht in der Öffentlichkeit tragen, das ist das Hauptproblem. Ich kann sie nicht in der Öffentlichkeit tragen, weil ich dann direkt als Bandit erkannt werde. Das ist natürlich echt doof. Du legst dich mit dem Falschen an, Bandit! Kommt er jetzt runter? Das fände ich mega cool, wenn er einfach hinterher gesprungen käme. Okay. Scheiße, ich habe nicht gespeichert. Doch, ich habe gespeichert. Huh, Gott sei Dank. Okay, na gut, die Frage ist jetzt, kann ich diese Rüstung hinterm Orkwall tragen? Bei den Sumpflern? Interessiert die das? Das wäre ja witzig. Na gut, dann weiß ich aber, dass ich die Rüstung zumindest dann tragen kann, wenn halt keine Menschen in der Nähe sind oder halt nur Banditen. Also das heißt, so gut wie überall im Valley und nicht an bewohnten Orten, das geht schon. Aber ist natürlich halt auch irgendwo ein bisschen nervig, dann jedes Mal die Rüstung zu wechseln. Aber gut, die bringt mir halt wirklich Schutz vor, ein bisschen mehr Schutz vor Feuer, Magie und vor allem Pfeilen. Da ist es natürlich ein Vorteil, diese Rüstung zu haben. Ich danke recht herzlich an alle Kommentare-Schreiber, die das bedacht haben und mir da den Hinweis nochmal gegeben haben. Ich hätte die Truhe wahrscheinlich komplett vergessen. Und auf diese Art und Weise haben wir jetzt zumindest eine Rüstung, die halt uns nochmal... Oh, das... Das habe ich mir nie überlegt. Sind das mehr geworden? Alter, wie dumm war das denn? Da hat mich einer einfach niedergeschossen. Oh Mann. Ja, das sind irgendwie mehr geworden, habe ich das Gefühl. Ach so, nee. Nee, weil ich das letzte Mal habe ich ja gar nicht den direkten Weg über die Ramme wieder genommen die ganze Zeit. Ich habe mich ja immer zum Pass teleportiert und bin dann immer von dort aus überall hingegangen, wo ich hingehen wollte. Jetzt fällt es mir auch ein. Jetzt fällt mir auch ein, warum ich das so gemacht habe. Naja. Ich denke, die Sache ist offensichtlich. Okay, aber gut. Vielleicht mit einem Speedtrank komme ich da vielleicht durch. Das Problem ist halt, ich kann die halt nicht so nah an die Ramme locken, die Orks. Weil, das Problem besteht natürlich, dass die Paladine und dann hier alle engage gehen und da alle wieder runterspringen. Ihr wisst ja, was da passiert. Teleport zum Waldlager. Ah, das ist doch hinterm Orkwall, oder? Das ist doch dort, wo Redford und Drax und so rumgammeln, oder? Ah, nee, das ist hier das Kloster. Aber gut, nee, ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, finde ich auch okay. Ist absolut hinterm Orkwall, das ist in Ordnung. Jetzt die Frage, reagieren die auf die Rüstung? Ach, leck mich doch. Ah, okay. Da darf ich sie wirklich auch nicht irgendwie bei den Outlaws tragen. Oh. Also bei ehemaligen Sträflingen kann ich sie auch nicht tragen, das ist doof. Na gut, okay. Aber dann weiß ich zumindest Bescheid. Die macht natürlich einiges her vom Aussehen her. Ist sie natürlich deutlich geiler als diese Mörderklamotte. Die Mörderklamotte kann als Zivilklamotte ganz gut durchgehen. Aber wenn es um... darum geht, wie ein Krieger auszusehen, dann ist die Erzbaronenrüstung einfach deutlich besser. Ach, Mist, jetzt wo ich in der Burg war, hätte ich vielleicht auch gleich mal Garon von der Paladin-Truppe hier unten berichten können. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, komm, das machen wir nochmal schnell. Wir haben doch einen Teleport hierher, dann geht das doch fix. Das geht doch schnell. Ich muss mich erstmal ein bisschen sammeln, das ist, Lage der Bruderschaft-Teleport. Ah, das ist ja außerhalb des Minental, ne? Das ist ja das... Ja, genau. Burg hier. Warte, dann mache ich das nochmal schnell. Gehe ich nochmal schnell zu Gara und berichte dem mal, was das da hinten noch so eine Paladin... Ach, und Tandor. Sag mir nicht, dass du das Tandor sollte ich auch davon berichten. Das machen wir auch direkt.
Ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch glauben soll. Ich habe da meine eigene Erfahrung. Hier. Ich habe die Paladin-Abteilung getroffen, die du zum Meer ausgesandt hast. Was ist mit ihnen? Sie haben Zuflucht in einer Höhle hinter dem Orkzaun gefunden. Der Paladin Albert hat das Kommando übernommen. Er lässt fragen, was sie nun tun sollen. Xenos hat uns heute eine gute Nachricht gesandt. Nee, das war ich. Wenn das nächste Mal was ihnen ist, dann übermittle ihnen meine Befehle. Sie sollen in Deckung bleiben, bis Lord Hagen mit seinen Kindern. Wenn ihr von drei Seiten angreift, von Gorinnis, der Burg und der Küste, werden wir Panik in den Reihen der Orks sehen und haben dann eine deutlich bessere Chance. Klingt nach einem validen Plan. Das muss man schon sagen. Aber ob die Orks sich auf, anhand ihrer Masse von so drei Paladin-Trupps einschüchtern lassen, das ist natürlich wiederum was anderes. Das glaube ich eher weniger. Das hat er doch vorher. Dementsprechend. Mal sehen. Das ist doch schon lange bekannt. Hier, guck mal. Ich habe deinen Trupp gefunden. Sie sind am Leben. Albert lässt dich grüßen. Gelobt sei Innos. Sie konnten sich also durchschlagen. Was für eine freudige Nachricht. Wo sind sie jetzt? Hinter der Ortpalisade, in einer Höhle. Dort ist es ungefährlich, doch man kann sich nur schwer wieder zur Burg zurückkämpfen. Verstehe. Entschuldigung. Das ist doch gut. Ich danke dir. Ja, ist halt die Frage, ne? Wie wollen die halt hinter diesem Wall wieder hervorkommen? Ich meine, es gibt keinen Zugang. So, jetzt schauen wir uns weiter hier hinterm Orkwall um. Ich habe auch Kommentare bekommen bezüglich Mutt. Wo der zu finden ist, nämlich beim Schläfertempel darüber irgendwie so ein... Oh, scheiße, ich habe denselben Fehler nochmal gemacht. Mir ist nichts passiert, alles gut, alles gut. So. Und, ja, genau. Veles Kolmogor hat geschrieben, Mutt ist oberhalb des Ork-Tempels. Wenn du davor stehst, rechts hochklettern, wo es möglich ist zum Klettern. Aber bevor wir nicht einen Ulumulu haben, wird das nichts. Emperor hat geschrieben, was das Ulumulu betrifft, habe ich ausführlich in Folge 29 meinen Kommentar dazu beschrieben. Ja, das hat er unter Folge 139 geschrieben. Und unter 129 hat er geschrieben, das ist mir einfach bei vielen den ganzen Kommentaren einfach untergegangen. Da hat er geschrieben, wenn du zum Eingang des Schläfertempels kommst, bekommst du eine Bemerkung ins Tagebuch. Dann musst du erstens mit Xardas darüber sprechen, zweitens mit Urshak sprechen. Der schickt dich zum dritten Tarok, dem du einen orkischen Trank geben musst. Weiß ich nicht, ob du einen im Inventar hast. Ich glaube, davon habe ich mehr als genug. Von diesen komischen Ork-Tränken. Hier. Ach nee, tatsächlich nur drei. Ich dachte, ich hätte da viel mehr von. Also ist der. Ah nee, das ist der Rum, den ich so viel habe. Den Ork-Rum. Genau. Den du einen Trank geben musst. Und er macht für dich das Ulumulu. Du brauchst klassische Zutaten aus Gothic 1, also Zunge eines Feuerwaran, Trollzahn, Horn von Schattenläufer und der Zahn von einem Sumpfheil. Mit dem Ulumulu kannst du unter den Orks ruhig spazieren. Ohne Ulumulu bekommst du zum Beispiel keine Quest in der Orkstadt, Tal der Schatten. Du verlierst viele XP und weitere Boni. Ich mache dieses gleich, nachdem im Minental eintrete, benutze dabei Schriftrollen der Verwechslung. Er meint wahrscheinlich Verwandlung. Es reichen drei. Zum Schläfertempel, zu Urshak und zu Tarok. Okay, das ist natürlich ein sehr guter, expliziter Hinweis. Die Sache ist aber, bevor ich das angehe, meine oberste Priorität ist jetzt erstmal hier Angar zu finden. Das ist jetzt wirklich erstmal das Oberste, weil die Sache ist, ich will halt erstmal Guru werden und ein paar geile Runen nutzen können, die mir das Spiel halt nochmal deutlich erleichtern, und das hat jetzt für mich einfach Priorität. So, das hat für mich jetzt einfach mal Priorität so, und dementsprechend mache ich das später mit den Orks und dem Ulumulu. Ja, genau. Ich würde jetzt halt erstmal hier hinterm Orkwall mich weiter umgucken, farmen, Viecher platt machen und ja, versuchen, mich Richtung Sumpflager durchzuschlagen. Das ist jetzt erstmal das, was ich so hier will.
Und dann gucken wir einfach mal weiter, wie sich das hier alles entwickelt. Und dann werde ich das mit dem Ulumulu angehen. Ja, aber Koh Anga hat jetzt erstmal einfach für mich obere Priorität. Und dann werden wir mal da sehen. Super viele Pflanzen hier noch am Start, die ich noch übersehen habe. Okay. Und der könnte, Anga könnte hier sich auch irgendwo beim Orkwall verstecken, hat man mir auch geschrieben. Aber das weiß man leider nicht so genau. Daniel Co. hat geschrieben. Leck mich am Arsch. Er erkennt mich jetzt als Bandit. Ich bin kein Bandit, Anga. Das ist so ein Zufall, das gibt's doch gar nicht, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Anga! Hör auf zu kämpfen! Oh Gott, ich hoffe, der hat jetzt... Sehr gut, der hat die Akro verloren. Okay, perfekt. Da ist er. Warte mal. Da bist du ja wieder. Kenne ich dich nicht? Du bist Koh Anga. Du warst Templer im Sumpflager. Nenn mich Anga. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Seltsam. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere versteckte ich mich in den Bergen. Später, als dieser Wald erschienen war, kam ich her. Um mich von diesem Wahnsinn und den Kopfschmerzen abzulenken, fing ich an, diese Hütte zu bauen. Jedoch hat es mir keine Ruhe gebracht. Wahrscheinlich werde ich weiterziehen. Ich kann hier nicht länger verweilen. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Aber es ist nicht alles so schlecht. Es gibt auch diejenigen, die sich dem Einfluss der dunklen Kräfte widersetzen konnten. Hier im Tal habe ich ein Lager gefunden, das von Nidbeek angeführt wird. Erinnerst du dich an ihn? Dort befinden sich auch viele deiner ehemaligen Brüder, zum Beispiel Guanaba, dein Schüler. Guanaba? Ich dachte, er wäre beim Einsturz der alten Mine umgekommen. Ich bin froh, dass er noch lebt. Das sind gute Neuigkeiten. In Korinnes hat sich unweit des Passes das neue Lager der Bruderschaft versammelt. Baal Orun führt sie an. Dort sind auch viele derjenigen, die damals im Sumpf gelebt haben. Die Bruderschaft des Schläfers existiert noch? Ja, Koh Anga. Und sie alle brauchen geistige Führer wie dich. Sie bieten zwar nicht mehr den Schläfer an, doch auch ihr neuer Glaube ist fest. Baal Orun bat mich, dir das auszurichten. Wenn ich nicht treffe, du wirst von ihnen dringend benötigt, Anga. Ich weiß nicht, ob ich nach all dem noch die Bruderschaft leiten kann? Ich muss darüber nachdenken. Tu das und vergiss nicht, dass deine Brüder auf dich warten und sinnlichst deine Rückkehr erhoffen. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Oh, übrigens. Ich habe dein Amulett gefunden. Danke. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Was hast du nun vor? Ich habe mich entschlossen, zu meinen Brüdern zurückzukehren. In dieser schwierigen Zeit werde ich sie nicht im Stich lassen. Vielleicht werden wir erneut aufeinandertreffen. Leb wohl.
Geil. Warte mal. Geil, geil, geil. Also haben wir das auch von der Liste abgehakt. Super. Ja, sehr nice. Den habe ich beim letzten Mal hier irgendwie auch ein paar Mal übersehen. Der hat sich hier eine Bude gebaut, oder was? Jetzt muss ich mal kurz umgucken. Ah, hier hat er ein kleines Lager. Er hat hier einfach nur ein kleines Lager. Oh, das, okay. Er hat sich hier im Orkwall. Er hat sich im fucking Orkwall eine Bude genommen. Okay. Witzig. Aber na gut, wie soll es den Orks denn auffallen? Ne, ist ja. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Und wenn er sich leise hier verhält, dann hören die das ja im besten Fall nicht. Wir haben ja auch ein Bett, das kann ich gleich mal nutzen. Das ist super. Okay, nice. Dann haben wir die Sache auch erledigt direkt. Super. Richtig gut. Dann ist jetzt die Frage. Nee, Junge, steh auf. Dann ist jetzt die Frage: Kehre ich jetzt erstmal nach Kurines zurück und werde Guru? Laut Brummelhummel sollte das ja jetzt möglich sein. Laut Brummelhummel sollte es ja jetzt eigentlich möglich sein, dass, weil mir ja nur noch diese Quest quasi gefehlt hat, um Guru zu werden. Ich denke ja. Ich denke, das mache ich erstmal. Was war das denn? Was war das denn für ein Selbst... Ach so, das war die Blutfliege dort. Da gab es irgendeinen Soundbug. So, und dann kehre ich erstmal nach Kurines zurück, werd Guru und hab Spaß dabei. Guck mal, hier hab ich noch eine Goblin-Bär übersehen, das ist ja schändlich. Aber es sind irgendwie neue Viecher hier nachgespawnt, ne? Ich hab doch hier eigentlich den ganzen Wald auch geklärt, oder? Oder die habe ich wohl einfach nur übersehen. Das ist wahrscheinlicher, dass ich die hier einfach nur übersehen habe. So. So, der ist aber sogar schon fast tot. Jeder Schuss, ein Treffer. Fast 2800 Monster umgelatzt, Junge. Aber gut, ich muss zugeben, ich habe auch in den letzten Folgen hier im Wald natürlich ganz schön abgefarmt, muss ich sagen. Ganz schön viele Viecher platt gemacht. Okay, aber sieht gut aus bis hierher. Ich gehe jetzt nochmal kurz zum Ork-Zelt, bevor ich mich hier einfach wegteleportiere. Weil da hat mir auch, wurde mir auch geschrieben, ich glaube, Veles Kulmogoro war es auch gewesen. Ja, komm mal, habe ich jetzt aber nicht nochmal rausgesucht. Weil ich mir den gemerkt habe. Dort soll bei den Zelten noch ein Kronstöckel versteckt sein. Vorm Ork-Friedhof, bei dem Lager. Wo ich auch alle Orks schon umgelatzt habe. Das will ich mir nochmal angucken. Und dann teleportiere ich mich mal zurück. Und gehe mal ins Lager der Bruderschaft. Und hoffe, dass das reicht, um Guru zu werden. Ich hoffe, dass ich da jetzt das werden kann. Das wäre natürlich nice. So, die Viecher hole ich mir später, wenn ich später nochmal hier vorbeikomme. Das wäre natürlich sau nice und würde mir endlich Zugang zu wichtiger Magie geben. Zu ultra wichtiger Magie, und das würde mir das Spiel um so viel einfacher machen. Wenn ich dann ja auch mal ein paar Feuerstürme oder Feuerbälle oder sowas rausdroppen könnte. Oder Blitzschläge oder was weiß ich für Offensivzauber halt. So, und irgendwo hier sollte es wohl noch einen Kronstöckel geben. Aber ich bilde mir eigentlich ein, dass ich hier schon alles weggefarmt habe. Vielleicht hier hinterm Felsen? Nee. Irgendwo hier. Ah, hier, guck mal hier. Leichter Fisch, kleiner Beutel. Okay. Mana-Extrakt, auch cool. Ein bisschen Loot ist zumindest hier. Ich bilde mir ein. Ach nee, guck mal, nee, wir haben hier tatsächlich noch Sachen. Die habe ich übersehen. Hier Feuerkraut. Muss ich aufpassen, wo ich hinlaufe, wenn ich das hier runterfalle. Ah, hier, guck mal, Feldknöterich, super. Ein rostiges Schwert. Hier haben wir noch geilen Loot. Ja, Kronstöcke, wunderbar. Also, Dankeschön auch nochmal hier für den Hinweis in den Kommentaren. Das ist super. Kronstöcke ist natürlich wichtig, ne? Ist ja ganz klar. Okay, und hier haben wir sogar auch noch ein Snapperkraut. Wie ich das übersehen habe, ist ja krass. Habe ich die Orks nicht... Habe ich die nicht alle geplündert? Eieieiei, das ist ja... Holy shit. Okay. So, dann sieht jetzt der Ablaufplan wie folgt aus. Wir werden jetzt erstmal... wir werden uns jetzt erstmal zur Bruderschaft begeben. Hoffen, dass ich Guru werden kann. Wenn ich es werden sollte, erstmal meine ganzen 60 Lernpunkte verballern. Und zwar in Mana, in magische Kreise... etc. in Runenbaufähigkeiten. Und
Danach würde ich hier ins Tal nochmal zurückkehren, bevor wir da mit dem Auge Innos oder sonst was weitermachen, habe ich hier noch viel zu tun. Vor allem dann das Sumpflager besuchen, das ehemalige, dort Rezepte von Kor Kalom rausholen, weiter Lernpunkte farmen und ja, die Sache mit dem Ulumulu erledigen, was mir Emperor geschrieben hat, das wird auch ein paar Folgen in Anspruch nehmen. Also wir haben hier alle Hände voll noch zu tun im Minental, bevor wir hier in irgendeiner Art und Weise mit irgendwelchen anderen Sachen weitermachen. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen, lasst gerne Bewertungen da, schreibt mir gerne fleißig Kommentare, haut rein, macht's gut und heute müsste Montag sein. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ciao.